Die machen wir mal weg. Die können wir beide wieder rausnehmen. So, genau. Also hier würde praktisch Stein hinkommen. Da auch. Diese ganze Reihe. Und da irgendwie der Kamin eingebaut werden, eingebastelt. Genau. So, jetzt haben wir das hier. Und jetzt würde es da, jetzt muss ich eben gucken. 1, 2, 3. 1, 2, 3 haben wir da. Dann geht es nämlich hier hinten genauso wieder um die Ecke rum. Ungefähr wie vorne, nicht ganz so. Also wenn man von vorne guckt, hat man hier so ein bisschen so diese Welle. Hinten würde ich es eher ein bisschen flacher angehen lassen. Also einfach straight hier rüber. Ja, somit hätten wir, also das wäre jetzt praktisch der Kamin, der kommt auf die Seite. Ja, wir haben aber jetzt, also brauchen wir eine Zweiermitte für unsere Tür. Also haben wir das auch schon wieder verkackt. Ah, ja, gut, dass ich dran gedacht habe. Hier ist schon wieder Dünkel in Gemünkel. Ich baue mal eben zwei Türen. Die werden wir nämlich dann brauchen. So, eine mal dahin. Die andere ist egal wo. Und genau, bevor wir schlafen gehen. Jo. Gut, dass mir die Sachen noch einfallen. Ja, das ist gut. Wenn sie mir nicht einfallen würden, dann hätten wir nämlich jetzt schon wieder uns verbaut. Haben wir ja eigentlich. Ja, wir haben uns verbaut. Ja, der Smeagol ist schuld und gut, so ist das. So, ich brauche hier eine Zweiermitte für eine Zweiertür. Das würde bedeuten, ich würde die... Ja, da müssen wir jetzt mal gucken. Hm. Ja gut. Ich mache das jetzt mal so. Das wäre also zu wenig. Also müssen wir einen nach da und hier Fundament weg. So. Holz. Dann Türe. Fundament weg. Nächste Tür. Die ist natürlich dann falsch rum. Das heißt, die bauen wir nochmal ab. Flop. So. Das wäre es jetzt hier. Das heißt, dieses müssten wir umbauen. Einen weiterziehen. Da kannst du weg. Das machen wir jetzt gerade mal mit der Axt. Und dann wäre es praktisch hinten auf der Seite auch dieser Run. Genau. So, da wir hier ja keinen Kamin hinmachen, können wir hier eigentlich schon Holz setzen. Genau, das falsche Holz. Holz. So. Ja. Da haben wir noch ein bisschen was. Das brauchen wir nicht. So. Ja. Das soll erstmal genügen. Dann machen wir hier gleich mal einen Rahmen drum. Denn der wird... Ja. Dann machen wir hier mal... Zack. Zack, zack. Genau. Machen wir schon mal hier, wie wir es üblicherweise machen. Plop, plop. Dann gehen wir direkt mal nach vorne. Da können wir den Mist nämlich genauso bauen. So, dann hier einen hin. Dann können wir von hier so rüber bauen. Hier machen wir es ein höher. Naja, können wir nachher. Weil hier kommt nämlich noch ein Haustürschild. Ne? Also ein Namensschildchen schön. So, den lassen wir stehen, da wissen wir, wie weit. Ja, und da sind wir doch schon relativ gut in der Reihe und könnten hier hinten, jetzt muss ich eben gucken, Gravel haben wir dabei. Genau, den können wir mal direkt hier rüberziehen. Ja, hier wäre praktisch der äußere Rand von unserem Grundstück, von unserem Haus. Wir lassen mal zwei frei und legen da den Weg. Oder einen nur. Hm. Was haben wir hier gemacht? Eben gucken gehen.
Zwei ums Haus. Gut. Dann soll das hier auch so sein. Ja gut, haben wir ein bisschen mehr Platz. Also, eins, zwei Grünstreifen. Und Weg. So, den legen wir jetzt hier erstmal an. In die Richtung. So. Und ja, nach vorne ziehen wir den natürlich auch noch. Also ich mache den jetzt auch erstmal Kerzenkram. Ja, also wir werden auch noch bestimmt Wege bauen, die nicht ganz so, ja, am Reißbrett geplant sind. Und ja. So, dann machen wir das. Machen wir das hier zu. Und hier machen wir auch zu. Das kann weg. So. Da ist immer irgendwas drin. So. Der setzt sich direkt da drauf. Nein. So. Dann würde ich sagen, packen wir uns hier mal rein. Und machen mal hier die letzten Bäumchen auch noch weg. Das ist ein Doppelbaum, ein Dreifachbaum. So. Also solche Bäume so direkt dicht aneinander, fünf Stück hier, ne? Kennt man eigentlich, ja. Diejenigen, die es kennen hier mit World Edit, wenn man hier diese Forest generiert, also diesen Wald generiert, dann ja, hauen die sich auch schon mal so ineinander und wachsen also zu fünft. Fünfer Stacks nebeneinander, ineinander, aneinander. So wie siamesische Zwillinge. Meine Güte, was ist denn heute los? Also, ich hab irgendwie. Naja. So einen Tag müsst ihr auch mit durchmachen. Ich denke, das kennt ihr von euch selber auch, hoffe ich jedenfalls. Nicht, dass ich hier der Moikaner bin. Also der Aussätzige, der Vollhonk, der Lobob, ne? Ja. Heute haspelt es alles ein bisschen so vor sich hin. Hab aber auch einen relativ stressigen Tag gehabt und ja, naja, gut. So. Hm, hier steht auch noch einer. Den können wir auch nochmal wegbauen. Wir pflanzen, wie gesagt, nachher alles nach. Also, es ist ja nichts verloren. Ja, also alles, was wir jetzt weghacken, können wir ja nachher wieder anpflanzen. Wir wollen ja hier die Gegend, wie gesagt, so weit wie möglich so lassen, wie sie ist. Ne? Ja, gut. Hier sind wir außen, also könnten wir da hinten jetzt raus. Also in die Richtung würde jetzt praktisch alles passieren, was passieren soll. Also das heißt, hier würden wir Gärten anlegen. Wenn wir jetzt auch direkt mal anfangen hier, ein bisschen Platz zu schaffen. Ja, das kommt alles hin. Ne? So. Ja, Wassergärten halt, ne? Also direkt hier am Ufer entlang. Und wir werden auch nicht nur diese Kerzengraden Gewächshäuser hier basteln, sondern halt auch ja, so wilde Gärten. Ja, also da werden wir auch einen großen Bereich kriegen, wo es eben ja, nicht so ordentlich zugeht. Sondern alles so ein bisschen durcheinander wächst und aber das vermutlich dann erst relativ spät. Zum Schluss nicht, weil Schluss, naja gut, wann ist Schluss, ne? So, dann hätten wir das schon mal. So, und jetzt müssen wir hier gucken. Ja, wir müssen es hier jetzt mal so langsam alles ausbauen. Ne? Ja, also bis hier gehen wir auf jeden Fall. Schäfchen, ich komme gleich. Wir werden nämlich wahrscheinlich mal umsteigen auf Schafsfleisch. Weil Kühe habe ich jetzt nicht mehr so viele gesehen und wir haben nur noch einmal Fleisch. Und dann brauchen wir neue Nahrung. Also zumindest jetzt fleischliche. Weil den Rest müssen wir erstmal anbauen. Wir sind ja jetzt gerade beschäftigt, den Garten dafür anzulegen. Deswegen, also, pff, ja. Erstmal werden wir Fleischesser bleiben. Fleisch. Ja,
so ist es. Ich setze hier schon mal ein bisschen so die Erde rein. Da hinten auch. So. Dann haben wir hier das schon mal ein bisschen geordneter. So. Sieht doch schon ganz nett aus. Genau. Das kommt weg. So, hier auch. Mal so wie drüben am Anfang, ne? Wenn wir mal hier versuchen, so eine ja, relativ coole Küstenlinie hinzukriegen. Machen wir mal hier so. Ein oder zwei. Ja. Was machen wir denn? Hier sind auch zwischendurch zwei. Hier sieht es eigentlich schon relativ gesittet aus wieder. Ja, so ein Stückchen kann man hier auch mal ein Zweier machen. So, da geht es dann so weiter. Da haben wir mal, na gut, das können wir jetzt noch ein bisschen vorziehen. Sonst sieht es so. Genau. Und so werden wir es lassen. Saplings kann ich dann verkaufen, ne? Also wenn jemand Saplings braucht, kann gerne vorbeikommen, sich melden. Ich habe genügend von dem Zeug. Mittlerweile, also ja, ohne Ende Krams. Da wächst das. Das kann man mal weghauen. So, bis hier soll das dann noch erstmal ausreichen. So, genau. Kuh. Ja. Okay, in die Richtung werden wir uns gleich bewegen. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Ein Schläfchen. Unser letztes Stückchen Fleisch uns reinhauen. Schauen wir mal, haben wir noch was? Einen Apfel haben wir noch zum Essen. Das ist ja schon mal gut. Gute. Das ist gute. Ja. Aussortieren können wir noch mal eben. Buchsbaum. Blumen brauchen wir nicht. Den komischen Dings da brauchen wir nicht. Pilze brauchen wir nicht. Grüne Blätter brauchen wir erst recht nicht. Ja. Den Rest mal einsortieren kurz. Wir haben Rosinen, die kommen nach oben. Sapling, der kommt mit hier dazu. Achso, die haben wir schon. Dann haben wir den, haben wir auch schon. Tja, Holz und der Kram kommt woanders hin. Genau. Gut, bevor uns hier nachher noch irgendein Viech überfällt. Ja, legen wir uns hin. Wir gucken nochmal nach der Ausrüstung. Haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch. Das Holz können wir dazu packen. Eichenholz, das machen wir mal hier oben hin. Die können wir dann auch stacken, ja, ja, klar. Ist eigentlich das andere Holz, aber naja, packen wir es ja dahin. So, das brauchen wir nicht mehr. Da weiß ich noch nicht, wenn wir Kisten draus machen oder so. Packen wir oben hin. Den auch. Das Holz, ja, können wir hier mal so in die. Kies können wir mal lassen, den brauchen wir gerade nicht. Aber, ja, nehmen wir mal mit. Den stecken wir da hin. Gut, okay. Wie versprochen, ne, nach der Nacht, nach dem Schläfchen, wir sind ausgeruht. Nicht mehr viel zu essen, einen Apfel haben wir noch. Da würde ich auch gerne wissen, wie man, ja, ich glaube, das können wir auch nochmal ganz kurz, das testen wir nochmal eben, weil ich habe das nämlich so beim Lesen überflogen. Ja, das werden wir ausprobieren. Und zwar soll es folgendermaßen ablaufen. Ha! Es gibt in diesem Modpack nämlich Apfelbäume, sodass nicht nur random da irgendwie so ein Pipifax von einem bis maximal einen halben Apfel da vom Baum fällt. Den würde ich auch gerne hier vorne irgendwo. Ja, ich würde sagen, wo machen wir denn mal hin? Hier so irgendwie die Linie mal, dass wir uns nicht das Fenster verbauen. Den stellen wir uns mal dahin. So, da habe ich Bock drauf. Dann gucken wir mal, was der Apfelbaum macht in der Zeit, wo wir auf die Jagd gehen.
nach Fleisch. Ja, endlich mal wieder ein bisschen unterwegs. Ich denke, ihr findet es auch mal wieder gut, ein bisschen rumzukommen. Wir haben hier einen Stork Garden, also wir können hier noch ein bisschen was zu essen einsammeln. Das finde ich auch gut. Stork Garden, noch einmal. Noch einer. Und tatsächlich ein Apfel. So, wir werden Multikulti, multifleischlich abgehen jetzt. Heißt, wir hauen jetzt alles platt, was wir finden. Also auch Schafe eben. Die werden wir uns auch krallen. Mit Fleisch und allem drum und dran. Hier liegt nichts mehr. Gut. So, jetzt haben wir hier eine Kuh, die ein bisschen im Gebüsch verpackt ist. So. Und uns ein Steak mitgibt auf unserem Weg. So. Wo noch? Da oben schnauft es. Hm. Dann müssen wir außen rum. So, wo war das Schnaufen? Hallo? Naja, klar, die bildet sich nicht freiwillig. Schnell weg. So. Hm. Wir haben hier aber noch eine Kuh gehört. Ja gut, wir gehen jetzt einfach mal hier durch, also hier durch die Gegend und werden mal gucken, wo wir Tierchen finden. Hm, weil ist da die eine blöde Kuh zu suchen oder so. Geh mal durch. So, wir müssen so nach rechts, müssen wir nach Hause. Dann irgendwann später. So, ja, mit Tieren ist hier scheinbar nicht so viel los. Was mich jetzt noch interessieren würde, haben wir noch einen Apfel gefunden. Genau, den hauen wir uns jetzt erstmal rein. Ansonsten werden wir uns rohes Schafsfleisch rein. Tomaten esse ich jetzt nicht, weil die können wir besser pflanzen. Fliegenpilz essen wir erst recht nicht. So, ich wollte gerade, was wollte ich sagen? Kühe, genau, Weizen. Ob hier irgendwo Weizen abfällt, so wie im üblichen landwirtschaftlichen Getue. Buntnessel brauchen wir nicht. Naja, wir schauen mal. Was haben wir hier? Flussschilfrohr. Kein Fluss in der Nähe, wächst also auch wohl so. Ja, gut. Also, ja, eine Masse an Tieren, die hier gerade so rumläuft und ja, das ist super. ja, wir kommen jetzt hier an einen See oder was ist denn das hier? Wow, cool. Na, das ist doch mal genial, oder? Da können wir nochmal, ey, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Wir können ja mal hier unseren See, der kriegt einen eigenen Screenshot, na, der See. So, wir haben hier irgendwas hängen. Moment. Dammit. Ja, man sollte gucken, wo man hinläuft. Ne? Sagt man kleinen Kindern schon, die dann in die Hundescheiße tapern. Ja, oder zumindest mal den Sneak-Button gedrückt halten. Ja. Okay. In diesem Sinne, ne? Können ja mal. Was kriege ich denn da raus dann? Ich habe da jetzt irgendwas. Bell Pepper. Pier. Ah! Das ist gut. Birnen. Genial. Okay. Äpfelchen können wir natürlich
erstmal essen. Das ist gut. Also wenn man rumläuft, ne, man sieht schon. Das ist dann schon ein bisschen was anderes so, ne? Da muss man dann doch etwas öfters zum Vorrat greifen und mehr essen auf jeden Fall. So. Die können wir dann auch mal mitnehmen. Da können wir nämlich gleich noch einen Birnenbaum uns basteln. Ja, viel mehr weiß ich nämlich auch nicht. Das habe ich zufällig irgendwo beim Lesen. Ich weiß gar nicht, was ich gelesen habe. Irgendwo stand es drin, ja, du kannst doch die Bäume, irgendwelche Kommentare zu irgendeinem Video oder. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe irgendwo was gelesen und das ist das Einzige, was ich weiß. Alles andere, ja, werden wir rauskriegen. Da unten liegt es. Das Äpfelchen. So, jetzt bin ich natürlich ganz unten. Was aber auch nicht so schlimm ist. Denn wir können ja auch wieder hoch. Da ist Höhle. So, hier hoch. Bam, bam, bam. Und dann hätten wir hier auch alles abgeerntet, oder? Nein. Gut. Was höre ich da? Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Da! Habe ich die Knochen dabei? Ja! Leute, wir sind nicht mehr alleine, ganz alleine. Da, 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 da. Hallo! Ein Hundi! Hey, Hundi! Hey, dich nehme ich direkt. Bitte. Nein. Ja! Hey! Stark. Ganz alleine unterwegs hier. Ach komm. Ja. Du kriegst von mir. Moment, ich bastel mal um. Kriegst von mir erstmal was Leckeres zu essen, würde ich sagen, oder? Der haut ab. Nein. Wo sind denn deine Kumpels? Wo sind denn deine Kumpels? Haut der gerade ab? Nein. Hallo? Ich muss erst mal gucken. Was macht denn der? Der ist nicht meiner. Oder? Nein. So, eins. Dann. So, zwei. Ist hier noch einer? Also. So. Oh, es wird dunkel. Genau, unser Bett sollten wir natürlich immer mitnehmen. Jetzt schnell weg hier. Ja, wir haben jetzt gerade hier. Da müssen wir vielleicht nochmal zurück dann. Weil ich würde gerne. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall relativ zackig weg hier. Wir müssen auch in die Richtung hier. Ja, man hört es nämlich schon. So, dann hoffe ich, dass wir jetzt hier, ich bewaffne mich mal anstatt mit dem Knochen, mal damit. Und es wird dunkel wie Seuche, ja. Ich sehe gar nichts sehe ich gerade. Ich sehe nichts. Leute, ich sehe nichts. Gar nichts. Ich muss mal eine Fackel setzen irgendwie. Ja, das fehlt natürlich auch noch. Dass wir hier in der Höhle landen. Nein! Noch weiter unten. Okay. Jetzt muss ich hier raus, aber zackig. So. Und wo muss ich hin? Ich muss in die Richtung. Also, gehen wir mal in die Richtung. Fackel in die Hand. Und ab dafür. So. Hier müssen wir raus. Unsere erste Tour in dem Sinne. Und wir landen natürlich im Dunkeln. Ja, okay. Aber dafür haben wir jetzt ein paar Kumpels dabei, die uns hoffentlich beschützen. Ja. So, hier hinten lichtet sich das Ganze schon etwas. Da kommen die ersten Skelette aus. Ich renne einfach mal in die Richtung. Ich hoffe, dass wir es finden. Nein, 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 nein. Wir müssen, ich muss die Fackel behalten.
Moment. Ich muss. Ah, da war's. Ich konnte nichts sehen, Leute. Ich habe zum Glück den Punkt, den Spawnpunkt. Ah, ist das ein Mist, ne? Ich bin Kuhschubser und Monsterjäger, ja. Ich bin Gott weiß was, nur nicht das. Ja, gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo unsere Hundis hier auftauchen. Damit wir hier nicht ganz ohne... Moment, unsere Sachen müssen wir auf jeden Fall suchen. Wir machen mal Folgendes. ja, daraus können wir uns erstmal was bauen. Und zwar machen wir uns ganz schnell... Ach, ärgerlich. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich jetzt zu Tode. So, was wir brauchen ist das und eine Schaufel. Alles andere ist jetzt unwichtig, falls wir irgendwo reinbuddeln müssen. Ja, das nehmen wir mal mit. So. Unsere Hundis sind natürlich wahrscheinlich mitgestorben. Verdammte Scheiße. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich den Punkt finde. So. Und wir gehen mal hier rein und gehen mal hier rüber.